Hallo, ich bin Katrin. Im Video über die Schafe haben wir das Wort Wiederkäuer gehört. Heute möchte ich dir anhand der Zwergzebus zeigen, wie genau das Wiederkäuen funktioniert. Los geht's! Zwergzebus stammen ursprünglich aus Sri Lanka und Kaukasien und sind heute auch in Europa verbreitet. Das Wort Zebu geht auf das tibetische Wort Zeba zurück und bedeutet Buckel. Neben dem auffallenden muskulösen Buckel im Widerrissbereich ist für diese Rasse die stark ausgeprägte Kehlfalte typisch. Zebus gehören wie alle Rinder, aber auch zum Beispiel Schafe, Ziegen und Giraffen zu den Wiederkäuern. Diese haben ein an die pflanzliche Nahrung angepasstes Verdauungssystem mit einem vierteiligen Magen. Anhand dieser stark schematischen Zeichnung erkläre ich dir die Verdauung bei einem Wiederkäuer. Zunächst wird die Nahrung aufgenommen und meist erst nur geschluckt. Sie gelangt über die Speiseröhre in die erste riesige Gärkammer, den sogenannten Pansen. Dort spalten Bakterien und Einzeller die schwer verdauliche Nahrung auf. Der Netzmagen fungiert als Sieb und Vermittler zwischen Pansen und Blättermagen. Nahrung, die noch nicht ausreichend zerkleinert ist, wird vom Netzmagen wieder in den Pansen und von dort wieder in die Maulhöhle transportiert. Dort wird die Pflanzenmasse kräftig eingespeichert und durch mahlende Kieferbewegungen und großflächige Zähne ordentlich zerkaut und wieder geschluckt. Diesen Vorgang nennt man Wiederkäuen. Ist die Nahrung dann fein genug, lässt sie der Netzmagen weiter in den Blättermagen passieren. Der Blättermagen ist der letzte Vormagen und weist eine blätterartige Struktur auf. Im Wesentlichen presst er das restliche Wasser aus dem Nahrungsbrei und stellt dieses dem Körper zur Verfügung. Der letzte der vier Mägen, der sogenannte Labmagen, ist der eigentliche Magen. In ihm laufen die gleichen Vorgänge ab wie im Magen eines Nicht-Wiederkäuers, wie zum Beispiel beim Menschen. Der pH-Wert wird hier in den sauren Bereich abgesenkt und das Futter so abschließend verdaut, bevor es weiter in den Darm gelangt. Wie viele wiederkäuende Tiere kannst du bei deinem nächsten Besuch bei uns entdecken? Wir sind gespannt und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Tiergarten Nürnberg.